Willkommen beim Heute-Show-Wahlkampf-Bussi. Heute bereiten wir Dirk Niebel seinen letzten schönen Tag, bevor er aus seinem Ministerium fliegt. Hey! Herr Niebel! Hallo, Herr van der Horst. Willkommen! Grüße Sie. Beim Heute-Show-Bussi. Und wie begrüßt man sich beim Heute-Show-Bussi? Mit dem Bussi? Richtig! Nein! Was ist jetzt Pflicht? Das ist Pflicht. Nicht in der FDP. Ja, Rösler und Diekmann küssen sich sogar auf den Mund. Und, ja, und der Rösler mit Zunge. Jeder wie er kann, aber die Farbe ist falsch. Das war früher immer gelb. Wir haben es ein bisschen umgebaut. Es ist so grau. Gelb war lustiger. Fanden Sie? Ja. Lustig wird es jetzt. Kommen Sie mit. Ja, danke. Nehmen Sie Platz. Wir haben einen Teppich davor gelegt. Den können Super Sie Idee. Mitnehmen. Ja. Flach auf dem Boden bin ich. Sehr gut. Herr Niebel. Herr van der Horst. Wie fühlt sich das an, nach den letzten Monaten mal wieder freundlich empfangen zu werden? Also relativ normal eigentlich. Ja. Meistens reise ich dafür in andere Länder. Um mal zu testen, wie bürgernah Sie sind. Was kostet so eine reguläre Fahrt mit dem Bus? Um die 1,80, 2,10. Je nach Stadt ist es sehr unterschiedlich. 2,10, die müsste ich Ihnen jetzt auch berechnen. Die habe ich dabei, aber ich habe eine Netzkarte, deswegen kann ich hier kostenfrei fahren. Ja, ja, aber das ist ja der Heute-Show. Ja, blöd. Ich versuche mit zugenähten Taschen durch die Welt zu reisen, dann fange ich doch bei Ihnen nicht an, das Geld auszugeben. Gut, dann muss das wohl der Gebührenzahler übernehmen. Danke, Herr Niebel. Wir wollen Ihnen heute noch mal einen richtig schönen Tag machen, bevor Sie aus dem Ministeramt scheiden. Das Ziel ist nicht, dass Sie sich aus dem Ministeramt scheiden. Schöner Tag ist das Ziel, das habe ich richtig verstanden. Ja, Entschuldigung, ja, dann ist das falsch angekommen. Das andere findet dann erst in frühestens 4 Jahren statt. Ach so, dann scheiden Sie erst aus als... Frühestens. Ach so. Weil die Wahlen gewonnen werden, weil wir weiter regieren werden. Ach so. Die Witze mache ich aber immer noch ich, ne? Ja, eben. Also ich habe jedenfalls mal Lektüre geholt, Fachlektüre, und zwar in meinem Buch 99 Dinge, die man gemacht haben muss, bevor man aus dem Ministerium fliegt. Ich kann ja mal anfangen, dann können wir schon mal ein bisschen was abstreichen. Vielleicht haben Sie ja das eine oder andere schon gemacht. Schauen wir mal. Erstens, Freunden einen Job besorgen. Okay, zählen wir Parteifreunde einfach mal dazu. Ich habe keine Parteifreunde. Nicht mehr. Zweitens, abgreifen, was man kann. Das haben Sie mit dem Teppich eh erledigt dann. Ja, noch habe ich nicht, aber ich nehme ihn mit nachher. Ja, nehmen Sie den Teppich. Ja, logisch. Ja, ja, gut, haben wir auch abgehakt. Wir machen weiter mit unserem schönen Tag. Bisher ist es ja sehr schön und wir gehen jetzt raus auf die Wiese zusammen. So ein Glück. Man kann ja schon sagen, dass Sie als Minister eigentlich keine Fehler gemacht haben. Liegt das daran, dass Sie grundsätzlich eigentlich gar nichts gemacht haben? Nein, ich habe natürlich auch irgendwelche Sachen gemacht, die nicht unbedingt hundertprozentig gewesen sind, was man allgemein als Fehler bezeichnet. Ja. Aber ich habe eine ganze Menge gemacht. Und was haben Sie gemacht so? Die größte Strukturreform der Entwicklungspolitik in den letzten 50 Jahren. Ja? Absolut. Und das habe ich alles verpasst? Mhm. Und was war das so? Zum Beispiel die Fusion der staatlichen Entwicklungsorganisationen. Das habe ich gar nicht, habe ich alles nicht mitbekommen. Das ist ja gut, dass wir die Sendung machen jetzt. Ja. Ey! Da fährt aber auch wie eine gesenkte Sau. Sie waren doch bei der Armee. Können Sie mal so ein pfiffiges Kommando nach vorne rufen? Jetzt! Fahr langsamer, Mensch! Sie waren Jahrgangsbester bei den Fallschirmjägern. Sie sind ein Elitesoldat, Sie sind eine Kampfmaschine, Sie können mit Ihren Händen töten, Sie sind eine lebende Waffe. Weiß der Rösler das? Sie wissen ja gar nicht, weshalb die Vietcong so lange durchgehalten haben. Das lassen wir mal lieber. Hallo. Wollen Sie ein Autogramm? Er war mal ein berühmter Politiker. Und er war mal Selbstständiger. Nee, Autogramm? Jemand? Das ist der mit der Mütze. Ich glaube, woanders. Okay. Also Sie müssen sehen, bei mir ist karrieremäßig auch nicht alles rund gelaufen. Ich sitze in einem Bus und führe Nonsensgespräche. Das ist wahr, das ist ein Problem. Haben Sie schon mal Berufsberatung probiert? Ich kann nichts. Das ist gut. Gehen Sie doch in die Politik. Ich kann halt nichts. Können Sie nicht zum Grünen gehen. Das reicht, wenn Sie für die Schichten verprügeln können. Dann haben wir es fast geschafft. Jetzt geht's auf zur letzten Karrierestation. Und hier lassen wir Sie raus. Das Arbeitsamt. Herr Niebel. Kleiner Service von uns. Können wir Sie hier alleine lassen? Das sind Sie ja von Ihrer Partei gewohnt. Super Idee. Ich bin das so schon nicht mehr gewohnt. Ich habe mich schon wieder umgewöhnt und da gehe ich dann mal nicht hin.
Nee? Nein. Aber wir können sie hier alleine lassen. Absolut. Ich habe ja alles, was ich brauche. Alles klar. Vielen Dank, Herr Niebel. Tschüss. Willkommen beim Heute-Show-Wahlkampf-Bussi. Heute bereiten wir Dirk Niebel seinen letzten schönen Tag, bevor er aus seinem Ministerium fliegt. Hey! Herr Niebel! Hallo, Herr van der Horst. Willkommen! Grüße Sie! Beim Heute-Show-Bussi. Und wie begrüßt man sich beim Heute-Show-Bussi? Mit dem Bussi? Richtig! Nein! Was ist das jetzt Pflicht? Das ist Pflicht. Nicht in der FDP. Ja, Rösler und Diekmann küssen sich sogar auf den Mund. Und, ja, und der Rösler mit Zunge. Jeder wie er kann, aber die Farbe ist falsch. Das war früher immer gelb. Wir haben es ein bisschen umgebaut. Es ist so grau. Gelb war lustiger. Fanden Sie? Ja. Lustig wird es jetzt. Kommen Sie mit. Na, danke. Nehmen Sie Platz. Wir haben einen Teppich davor gelegt. Den können Super Sie Idee. Mitnehmen. Ja. Flach auf den Boden gehen. Sehr gut. Herr Niebel. Herr van der Horst. Wie fühlt sich das an, nach den letzten Monaten mal wieder freundlich empfangen zu werden? Also relativ normal eigentlich. Ja. Meistens reise ich dafür in andere Länder. Um mal zu testen, wie bürgernah Sie sind, was kostet so eine reguläre Fahrt mit dem Bus? Um die 1,80, 2,10. Je nach Stadt ist es sehr unterschiedlich. 2,10, die müsste ich Ihnen jetzt auch berechnen. Die habe ich dabei, aber ich habe eine Netzkarte, deswegen kann ich hier kostenfrei fahren. Ja, aber das ist ja der Heute-Show. Ja, blöd. Ich versuche mit zugenähten Taschen durch die Welt zu reisen, dann fange ich doch bei Ihnen nicht an, das Geld auszugeben. Gut, dann muss das wohl der Gebührenzahler übernehmen. Danke, Herr Niebel. Wir wollen Ihnen heute noch mal einen richtig schönen Tag machen. Bevor Sie aus dem Ministeramt scheiden. Das Ziel ist nicht, dass Sie sich aus dem Ministeramt scheiden. Schöner Tag ist das Ziel, das habe ich richtig verstanden. Ne? Ja, Entschuldigung, ja, dann ist das falsch angekommen. Das andere findet dann erst in frühestens 4 Jahren statt. Ach so, dann scheiden Sie erst aus als... Frühestens. Ach so. Weil die Wahlen gewonnen werden, weil wir weiter regieren werden. Ach so. Die Witze mache ich aber immer noch ich, ne? Ja, eben. Also ich habe jedenfalls mal Lektüre geholt, Fachlektüre, und zwar mein Buch 99 Dinge, die man gemacht haben muss, bevor man aus dem Ministerium fliegt. Ich kann ja mal anfangen, dann können wir schon mal ein bisschen was abstreichen. Vielleicht haben Sie ja das eine oder andere schon gemacht. Schauen wir mal. Erstens, Freunden einen Job besorgen. Okay, zählen wir Parteifreunde einfach mal dazu. Ich habe keine Parteifreunde. Nicht mehr. Zweitens, abgreifen, was man kann. Das haben Sie mit dem Teppich eh erledigt dann. Ja, noch habe ich nicht, aber ich nehme ihn mit nachher. Ja, nehmen Sie den Teppich. Ja, logisch. Ja, ja, gut, haben wir auch abgehakt. Wir machen weiter mit unserem schönen Tag. Bisher ist es ja sehr schön und wir gehen jetzt raus auf die Wiese zusammen. So ein Glück. Man kann ja schon sagen, dass Sie als Minister eigentlich keine Fehler gemacht haben. Liegt das daran, dass Sie grundsätzlich eigentlich gar nichts gemacht haben? Nein, ich habe natürlich auch irgendwelche Sachen gemacht, die nicht unbedingt hundertprozentig gewesen sind, was man allgemein als Fehler bezeichnet. Ja. Aber ich habe eine ganze Menge gemacht. Und was haben Sie gemacht so? Die größte Strukturreform der Entwicklungspolitik in den letzten 50 Jahren. Ja? Absolut. Und das habe ich alles verpasst? Mhm. Und was war das so? Zum Beispiel die Fusion der staatlichen Entwicklungsorganisationen. Das habe ich alles nicht mitbekommen. Das ist ja gut, dass wir die Sendung machen jetzt.